Rund 200 verschiedene Zelltypen gibt es im menschlichen Körper. Und obwohl alle zunächst einmal das gleiche Erbgut besitzen, unterscheiden sich beispielsweise eine Herzzelle und eine Leberzelle maßgeblich voneinander. Der Grund dafür: in jedem Zelltyp sind andere Gene aktiv, hier rot dargestellt. Welche von ihnen aktiv sind, kann eine Zelle steuern. Da nämlich binden spezielle Proteine an die DNA und das jeweilige Gen wird abgelesen. Durch sogenannte epigenetische Veränderungen kann sie diesen Prozess kontrollieren. Diese Änderungen betreffen nicht den genetischen Code der DNA, sie sind aber trotzdem vererbbar. So kann die Zelle Gene stummschalten oder aktivieren, durch Anknüpfen kleiner chemischer Moleküle. Ein Beispiel dafür ist die DNA-Methylierung. Sie betrifft vor allem die hier gelb dargestellte Promotorregion, den eigentlichen Lesestartpunkt für die Gene. Cytosinmoleküle kommen hier besonders häufig vor. An sie knüpfen Enzyme, die Methyltransferasen, eine Methylgruppe, an. Andere Proteine können nun an den Promotor binden und verhindern, dass das Gen abgelesen wird. Es ist damit stumm geschaltet. DNA-Methylierungen spielen bei der Krebsentstehung eine große Rolle. Bei vielen Krebszellen trägt die DNA mehr Methylgruppen als üblich. Dadurch werden Gene stillgelegt, die normalerweise die Entstehung von Krebs verhindern. Auch dies ein epigenetischer Effekt. Die DNA kann aber nicht nur methyliert werden. Auch Hydroxylgruppen kommen zum Einsatz. Mit ihnen lässt sich das Ganze nämlich auch wieder rückgängig machen. Die Hydroxymethylierung ist ein Zwischenschritt bei der Entfernung von DNA-Methylgruppen. Auf diese Weise werden vorher stillgelegte Gene wieder aktiviert. Eine weitere Möglichkeit, die Aktivität von Genen zu kontrollieren, liegt in der Verpackung der DNA. Damit der 2 Meter lange DNA-Faden in den nur wenige tausendstel Millimeter großen Zellkern überhaupt reinpasst, wird er um Proteine gewickelt, um die Histone. Davon gibt es mehrere Varianten: H2A, H2B, H3 und H4. Sie lagern sich paarweise zusammen. Und da es von jedem Pärchen zwei gibt, entsteht schließlich ein Achterkomplex, zu dem sich auch noch das Histon H1 gesellt. Dieses Gemisch aus Proteinen und DNA wird als Chromatin bezeichnet. Der Verpackungsgrad des Chromatins entscheidet nun, ob die Ablesemaschinerie auf die DNA zugreifen kann. Denn nur wenn DNA und Histone locker gepackt sind, ist ein Gen für Enzyme zugänglich und kann somit auch abgelesen werden. Wieder sind es kleine Anhängsel, dieses Mal an den Histonen, die den Verpackungsgrad der DNA bestimmen. Methyl, Acetyl oder Phosphatgruppen. Je nachdem, an welcher Stelle eine solche chemische Gruppe angehängt wird, öffnet oder schließt sich das Chromatin. Werden Histone beispielsweise acetyliert, wird die Verpackung meist lockerer, das heißt, das Chromatin öffnet sich. Es wird zum sogenannten Euchromatin. Enzyme können nun an die DNA binden und die Gene ablesen. Bei einer Methylgruppe gilt diese einfache Regel nicht. Hier kommt es darauf an, wo genau sie platziert wird. Sie kann aktivierend sein oder aber wie in diesem Beispiel stummschaltend. Die Chromatinstruktur schließt sich und das Gen kann nicht abgelesen werden. Die DNA liegt also als Heterochromatin vor. Doch auch dieser Zustand ist reversibel. Epigenetische Veränderungen betreffen also nicht den genetischen Code selbst. Das bezeichnet die Silbe Epi, also jenseits des Gencodes. Sie können jedoch an die nächste Generation vererbt werden. Während DNA-Mutationen unwiderruflich sind, können epigenetische Veränderungen leicht rückgängig gemacht werden. Dies ist ein bemerkenswerter Mechanismus, mithilfe dessen ein Organismus auf sich ändernde Umwelteinflüsse reagieren kann.